Habt ihr Bock jetzt auf Kontraband? Ich werde neu starten müssen. Gehe mal davon aus. Ich habe das Spiel schon gefühlt seit einem Jahr nicht mehr angegriffen. Kampagne Inspektor Herausforderung. Oh, das ist ja komplett neu. Die Kampagne kennen wir schon alle. Als junger Student der Polizeiakademie wirst du einem baufällige Grenzposten am Rande Akaristans zugewiesen. Erreiche immer höhere Ränge im Polizeidienst und bringe die Anlage wieder zu dem alten Glanz. Ich schätze mal Herausforderung, gell? Inspektor. Das führe korrekte Fahrzeugkontrollen durch, um Geld für die Aufrüstung des Außenpostens zu verdienen. Du kannst jederzeit tägliche Missionen außerhalb des Grenzpostens erledigen. Unbegrenzte Spielzeit. Fünftätige Training absolvieren. Willst du das fünftätige? Nein. So weit kenne ich mich schon noch hoffentlich aus. Leute, wir haben es gespielt. Wir haben die Kampagne zweimal durchgespielt. Da hat es das Inspektor noch gar nicht gegeben. Es ist schon ein bisschen her. Aber wir werden es uns jetzt anschauen. Erfülle deine Aufgaben so korrekt wie möglich, um befördert zu werden. Ein höheren Rang bedeutet ein besserer Verdienst und Zugang zu neuen Außenposten-Upgrades. Der Grenzübergang ist von 9 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Fertige so viele Autos wie möglich ab und einen Verdienst zu maximieren heute. Ach du wie schaut denn der Alter, so deppert ein Deutsche. Wo ist die Polin, wenn du schon ein Deutsche hast? Wir haben ja nichts an Ausrüstung, gell? Was ist denn das überhaupt, Alter? Das ist der Häfen? Alter, sind wir im Wilden Westen oder sind wir in einer russischen Grenze? Lager, da ist das Lager. Haben wir irgendwas im Lager, was ich brauche? Jawohl! Das wollten wir haben. Da, Schaufel, damit wir gleich aufstechen können im Peppi. Eine Axt brauchen wir sowieso. Nicht vergessen, die Pistolen. Und der Rohr. Warte mal, dann brauchen wir ja als Messer eigentlich. Wo brauchen wir auch? Rohr. Was kann das? Gabel. Brauche ich auch, gell? Die Munition können wir da her tun. So. Dann begrüße ich einmal den ersten Kunden mit einem. Was ist das? Was ich da in der Hand habe? Ja, ein Rohr mit Ventil. Das ist die beste Waffe. Alter, sogar der Steck, Alter, sogar die Schranken ist mit einem Holzsteck. Da haben wir ja schon zwei Patschen, da haben wir ja eh schon einen Schmuggler. Depper, da bleibt gleich steig geschüttelt. Ich hab ja nicht einmal ein Auto, du Wichsbirn! Ja, Stego de Nara, ich brauch ein Auto! Ja, Sir, ja, du weiter, bist du. Alter, ich komm ein ins Spiel, Alter, und der Erste macht Flüchtling. Wie startet man denn da? So. Den erwische ich nie mehr. Nie mehr. Erster Trottel Flüchtling. Ich glaube, ich spinne. Und da gleich mit Vollkaracho-Abflug. Alter. Ich will so viel Leute wie möglich kontrollieren. Und dann verbrauchst du den halben Tag schon, weil du einen Vollwappler mit seinem LKW beim Schmuggeln aufhalten musst. Stellt euch die Grafik höher. Ja, muss ich schauen, ob das geht. Warte mal jetzt. Da ist, ich siehst du gerade, dass ich einen Schmuggler verfolge, Alter? Ich bin gerade bei der Alarm für Cobra gehen. Und ich muss gerade einen Schmugglertaudel irgendwie die Ware annehmen. Und dass der mit den zwei Batschen auf der Hinterachse so gut fahren kann, ist sowieso ein Phänomen. Und wir sollten ja schon die Föhn zusammengeschliffen sein bei dem Vollwappler. Sag mal, spielen wir jetzt da, Alter? Fuchs, du hast die ganz gestorben. Bleib stehen jetzt! Butterblume, du Schöne! Jetzt hol ihn nicht auf, oder? Komm her, Alter, komm her! Jawohl! Komm, komm! Verreck! Ich kann ja nichts machen! Ich kann nicht einmal eine Waffe ziehen! Wie soll ich denn zum Aufsteigen? Alter, den überhole ich ja nie! Ich habe einen leicht zum Fahren, Alter, der hat zwei Batschen mit einem LKW und fährt mir davon! Pah, Alter, sei nicht so anstrengend! Pepe! Sehr gut, selber die Scheibe eingeschlagen, Alter. Na, sehr geil. Ich hab gar nichts gemacht, außer mein eigenes Auto ruiniert, Alter. Bleib stehen jetzt, deppert da, Alter. Ich würde den ganzen Tag mit dir im Kreis fahren, Alter. Der, Alter, da. Alter, mit jeder Sekunde, was du dich spielst, Alter, wird die Gnade umso weniger erwiesen. Das sag ich dir, Alter. Es gibt ganz einmal eine Stallmantelvergiftung für dich, mein Freund. Du hast, Alter, wenn du jetzt noch länger spielst, Havara, ich schleife dich über den Dorfplatz, nacker da, Alter, und präsentiere dich, Havara. Bleib stehen jetzt! Jetzt haben wir einen Tunnel auch noch, warum soll ich denn den Kopf einholen?
ergreife den Flüchtling. Ich komm nicht vorbei bei ihm, weil er zu blöd ist. Was ist das für ein Start ins Game, Alter? Immer wenn ich ihn überholen will, kommt er eingestellt. Schau! Ich sehe nichts. Bleib stehen jetzt! Du stößt dich. So. Jetzt reicht's mir. Was? Halt die Gauschen, Alter. Kind, Alter. Verpiss dich aus deinem LKW, geschüttelter. Da, kannst liegen bleiben, Alter. Depperter Hund da. Wo ist denn die Schmuggelware? Ich kann, glaube ich, gar nicht mehr ganz durchsuchen, gell? Du bist ein Arschloch. Ja, glaubt ihr wirklich, dass ich... Ah, wo ich da schmuggel? Ah, da haben wir ein Scheinchen. Ist der jetzt in mein Auto reingefahren, der Depperte? Alter! Siehst du nicht, dass wir da stehen und Depp? Halt die Gauschen, Alter! Na ehrlich! Fahr da einfach rein ins stehende Kiewerer-Auto! Irgendwann reicht's doch, Alter! Da hör ich ja gar nicht zu, wenn der Depperte meint, der will seine Meldung schieben. Drück zweimal F. Oh, genau, das war ja einer. Ich weiß ja eh schon, dass er Schmuggler. Ist mir schon wieder reingefahren. Wieso ist denn das Messer so schnell hin? Alter, jetzt reicht's mir noch nicht, Alter. Komm her, du kleiner Witzkopf, Alter. Was ist da ein Problem? Verpiss dich, Alter! Zeh, Fixsackra hinten, ich glaube, ich trau durch. Ich steh da, mach mal Kontrolle und jeder kriegt mir hinten rein. Ich glaube, wir können nicht starten. Ich hab kein gutes Guthaben. Ja, super. Fahr weit mit der Leib. Steh aber da! Ich trau durch. Wieso krieg ich den Reifen nicht auf, oder? Jawohl! Achso, du meinst mit der Ding, ja? Wenn irgendwo die Faust da oben ist, genau, oder das Schmugglerzeichen, dann ist du. Ich komme nirgends dazu. Ich glaube, wir starten das nochmal neu. Das ist nicht gar so gut. Ich habe jetzt ein paar Leute gekillt, das bringt nichts. Kontrabandmörder heißt das, gell mir. Wir machen es noch einmal. Weil das war jetzt da nicht so ein glücklicher Start. Alter, schaut euch die Grafik an. Da staugt einmal nichts, Alter. Das juckt dein Computer nicht einmal. Schaut euch die Straßen, da kannst du runterlecken, Alter, und du hast Mineralien. Ich sag's euch, wie es ist. Da kannst du die Holzbretel zählen. Da ist ein Holzbrett! Und daneben ist ein zweites! Qualität ist da. Was tust du mit den ganzen Klumpen da, Alter? Warte mal, ich hab jetzt Kampagne gestartet, oder? Ich hab das fünftägige Training aktiviert. Ich brauch das nicht. Alter, heute ist nicht mein Klick. Ihr habt es mir angelehnt. So, noch einmal. Spielen? Inspektor? Nein! Jetzt? Also. Hä? Der Schmuggler mit den zwei Reifen ist weg. Fehlender Spiegel? Fahrzeugfarbe schwarz. Weh, der erste ist jetzt wieder Schmuggler. Drei durch. Ausrüstung. Hallo? Ah, da. So. Brauchst du für alles ein eigenes Werkzeug? Ein paar Kugeln Schuss sind auch nicht schlecht. Kugeln Schuss, ein paar Schusskugeln. Ein paar Kugeln! So, ja, das wissen wir. Aufmachen. Warte mal. Ist der irgendwie gefährlich? Was war noch schnell? Schwarzes Auto und fehlende Spiegel einer. Ja, gute. Nein, heute ist es kein Schmuggler. Okay. Herzlich willkommen an unserer wunderschönen Glente hier an unser wunderschöne Lussland. Wir haben kein Geld, kein Warmwasser, keine Lebensmittel in die Geschäft, aber dafür haben wir viele Sorgen. A Deutsche, was darf ich haben? Dokumente, gib her, geschüttelter. Halt's aber ein Galtierfer, Alter, ich hab eine Waffe in der Hand, dass der so ruhig bleibt. Russland, da ist es normal, dass da wer mit der Waffe die Papiere nimmt. Also. Mal angejuckt. Seit
Naumo. Seit Naumo, seit Naumo. Okay, seit Naumo wissen wir. Auto ist ein Grasduk. Ist das ein Grasduk? Ist das ein Grasduk? Grasduk? Grasduk, wo ist Grasduk? Fahrzeuge. Fahrzeugtyp Grasduk, haben wir gesagt. Was Fahrzeugtyp Grasduk? Hey, Junge, ich brauche Grasduk. Ich brauche Grasduk. Fahrzeugtyp. Kennzeichen, Fahrzeuggewicht. Ja, Fahrzeugtyp. Ja, ich brauche halt die Listen. Ich brauche nicht die Beschreibung, was ein Fahrzeugtyp ist. Technische Kontrolle. Der Mauer ist 80 Jahre alt. Wer? Anonym. Wo kriegen die Fahrzeug? Hä? Es war doch Fahrzeugtyp immer, oder? Wo ich die verschiedenen Fahrzeuge sehe. Was waren das? Reifenkisten? Außen am Fahrzeug? Erkennung von Schmuggel? Technische Kontrollen. Eine Seite blättern, wenn du das Handbuch geöffnet hast. Ach so. Ah! Das ist neu. Grasduk. Das ist ein Grasduk. Sehr gut. Ja, ein bisschen muss ich mir noch, das war früher nicht so. So, Grasduk. Passt einmal soweit. Der Name passt auch. Kennzeichen haben wir 8, also Passnummer 825N2PX, das passt auch. Gültig bis 8. Juli. Was haben wir für einen Tag? 29. April 1979. 8. Juli 1979. Der gilt. Gültig bis Mai gilt auch. Geburtsdatum 27. Passt Arbeiter. Republik Kagastan, 4200 Kilo, VTT 6213TQ. Ist das richtig? Okay, 6213TQ. 6213TQ. Ja, das passt einmal alles. Wart kurz, Pepe, wegen. Ui! Aber ganz knappig, Alter! 4200 davon haben, 471 hat er. Alter, du bist schon zu perfekt, mein Freund. Wie schaut's da aus? Reifen sind okay. Schürzen ist da. Lichter alle dran. Spiegel sind dran. Alter, sag einmal, kommst du aus der EU? Ist ja viel zu perfekt, das Fahrzeug. Kein Botschen. Alle Lichter gingen. Kein Scheim hin. Du bist mir schon zu sauber, mein Freund. Der Scheim ist auch okay. Das ist auch okay. Witzig. So, dann gehen wir mal, wie geht das noch schnell alles aussehen? Wie war das noch schnell? Weiß das noch irgendwer? Was muss ich da drucken? Bin schon deppert. Sorry! Bin zu blöd. Wie war das noch schnell? Schwarzlicht, ja, das. Also, sollten das irgendwer Schmuggler ist, wenn er nicht annähernd dem Ding entspricht. Den Gesuchten. Wisst ihr, was ich meine? Eigentlich so gut wie nie ein Schmuggler. C, C war's, sorry. So, ja, genau. Danke, außer der Zement waschen. Alter, aber ich weiß nicht, siedelst du? Aber für was dann so viel Zement? Die Exkremine einbetonieren in die Wand oder was? Da ist auch nichts drinnen, was juckert. Du guck ihn dir an. Ah, nicht. Surfen. Der hat auch nicht mehr Grips als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. Seife ist auch nicht erst da markiert, da ist auch nichts markiert. Ich muss witzen. Der Hund ist sauberer, als wenn ich mein noch einen Sch, wenn ich ausgewischt habe. Kühlschrank noch, der kann der schon quer halten. Ja, bitte Garschein. So, dann schreiben wir mal alles auf. Alles? Ja. Was hätte alles? Zement? Neunmal. Haben wir neunmal. Toilette? Oh. Dreimal. Aha! 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 Alter, hast du illegal zwei Scheißhäusl verschwinden lassen, geschüttelt? Das passt schon mal nicht. Da fehlen uns zwei Toiletten. Entweder du bist schuld oder irgendwer mag dich nicht. Sonst passt alles. Seifen, also, aber der hat zwei Toiletten zu viel. Seifen, Kühlschrank, einmal, Seifen, viermal, hätte alles passt. Aber das hat dich verraten, Alter. Das hat dich verraten. So, jetzt müssen wir nur kurz. Kontrollbericht. Name. Na, wartet einmal. Das noch.
Dokumente, aktuelle Einreisebestimmung, Frachtbrief. Ist falsch. Foto passt, ne? Man muss das ja auch nochmal genau abschauen. Foto passt ja bei ihm, ne? Er ist genauso hässlich wie auf dem Foto angehen. Ja, Gültigkeitszeitraum hat auch passt. Foto, Kennzeichen hat passt, Fahrzeuggewicht hat passt. Stempel, was sind die Stempeln? Staatsmannschaft, was ist das? Kasachstan? Das war der falsche. Kasachstan. Oha! Republik Kasachstan, der Stempel passt auch nicht. Mein Freund, Stempel. Falsch. Wo gehört der Stempel hin? Dokumente, Hintergrund. Ah, da schon, wir können es eh. Übereinstimmung nichts, gell? Wir kennen das noch schnell. Jetzt da, woran liegt das? Okay, Dokumente auch nicht. Aktuelle Einreisebestimmung, muss ich auch mal schauen, was waren da überhaupt? Transportbestimmung, um die nationale Wirtschaft zu schützen, führt das Ministerium für Lebensmittelindustrie Beschränkungen für die Einfuhr von Waren aus dem Ausland ein. Erlaubte Mengen an Waren, Kisten mit Äpfel 3-mal, Fass mit Fisch 4-mal, Sack mit Kartoffeln 6-mal. Für andere Waren gibt es keine Beschränkungen. Nein, das ist dann wurscht. Aber sonst, eigentlich hätte ich jetzt gesagt, vom Fahrzeug her hat alles passt, glaube ich. Wir haben alles. Oder? Was sagt ihr? Kasachstan. 532 Euro. Was sagt ihr? Passt alles? Ja. Dann gehen wir an. So, Kollege. Was? Wie war das? Achso, Stempel muss ich nicht. Genau, sorry. Wie war das mit dem Stempel noch schnell? Eine Reihe bestätigte Fracht. Wie war das noch schnell? Bin steppert? Ja. Frachteinnahmen. Achso, ja, genau, das ist was. Sorry. Für das habe ich ja mein Offen da. Hey, Deppert, auf zum Checken, tu was für dein Geld. Ja, zusammenpacken, aber hurtig, Peppi. Wo bist denn du daheim? Ja, ich muss auch wieder reinkommen, Leute. Seid ihr nicht immer gleich ein bisschen, brauche ich auch. So, Papiere. Abgelehnt. Wiederschauen. Ja, Alter, wenn da halte die Gauschen drauf um, dann schau, dass du Meter gewinnst. Der nächste wieder auf mich. Was haben wir gesagt? Schwarz oder ein Spiegelfeld? Gleich mal von der Weiden schauen, fällt der Spiegel nahe, weil sonst ist die Fluchtmöglichkeit wieder groß. So, wie schaut's aus? Wartet, die Bewertung. 120, perfekte Fahrzeugkontrolle, ich bin reich. Wieso wurde das jetzt abgelehnt? Weil drei Sachen nicht passt haben. Der hat seine Papiere gefälscht. Hast du gerade mitgekriegt, oder? Sein Stempel von der Regierung war ein falscher Stempel. Ist schon mal genauso wie der Hintergrund, das waren gefälschte Papiere. Kann er nicht einreisen lassen. Außerdem hat er falsche Ware angegeben, als wie was er wirklich mitgehabt hat. Schau, alter Mann. Der schaut witzig aus. Der schaut schon verdächtig aus. Schau mal in die Augen, Kleiner. Mal Papier. Steigen wir aus, das muss ich mir genau anschauen. So. Kannst du tanzen? Okay. Ja, testen muss man es. So. Also, Freund, Papiere her, bevor ich den zweiten Zechen wegschieße. Du nicht deppert rein, gib her ein Zettel, ich will wissen, was du mit hast. So. Und schön die Fürste halten. Hast du keine Frucht mit? Gar nichts. Mutig. Mal gut kontrollieren. Nein, da will ich nicht hinschauen, geh weg. Ja, sehe ich nichts. Ja, gut.
auch vom Zustand her eigentlich akzeptabel. Lichter sind alle drin. Lichter alle drin, Reifen sind in Ordnung. Ah, Scheine ist hin. Keiner weiß warum. Aber sonst eigentlich. Du gefällst mir nicht. Mehr will ich gar nicht. Halt dich auch schon. Halt dich, verpiss dich, bevor ich da die Kauleisten eintritt, Alter. Weil, lass dir ein Bart wachsen, deppert da. Nächster! Hat er gerade Kurve gegeben? Das kann schon passiert sein. Ja, Alter, es gibt Menschen, die siehst du und du weißt, den lass ich nicht durch. Jetzt ab. Ungültige Kontrollbericht. Du nicht jammern, Depperter, hat die Luft da. Mein ganzes Geld wieder weg, komisch. Der hat ja gar nichts gemacht, aber er hat eigenartig ausgeschaut. Schwarzes Auto. Probier's gar nicht. Hey! Steig aus. Halt dich aus. Steig aus. Steig aus, hab ich gesagt! Rier dich! Aussteigen! Bevor du noch auf blöde Ideen kommst. Dir zu! Du hast das Auto ist schon mal schwarz. Ich hab das. Ja, da haben wir's ja schon, Peppi! Deppata, komm her! Halt dich aus! Wo kann man da überhaupt hin? Eine mit dir helfen. Hab ich schon gewusst, was ich da schau. Das war nichts Gutes. Du ihn falsch da. An den schönen Schlangen da erkennt man es jetzt, was ich mir wieder gesagt habe, das ist mir wieder eingefallen. Dass da was drin ist, was er nicht drin haben sollte. Alkohol hat er geschmuggelt, der Peppi. Ganz ein tüchtiger. Ich hätte mir eigentlich um ein bisschen Geld fragen können, aber ich habe mir gedacht, nein, am Anfang bleiben wir noch korrekt, man weiß ja nicht, irgendwann werden wir es schon brauchen. Der Kühlschrank. Feierabend. Boah! Alter, ich habe gerade mal ein Auto geschafft. Was mache ich jetzt mit dem? Stein lassen? Ja, was tue ich jetzt? Da ist eh der Peppi. Ich will den Kühlschrank noch reinschalten. Das geht's mir in den Arsch. Ist da irgendwo was? Ah, da drüben haben wir noch ein bisschen Alkohol. Ekelin. Servus, wie geht's? Alter, ich bin gerade voll dabei, die ganzen Drogenschmuggler da und die Alkoholschmuggler und hast du nicht gesehen zum. Also, ja, der hat gar keinen Dachhimmel. Schwierig was zu finden. Die Tieren sind in Ordnung, gell? Hab ich gesehen. Der Sessel war eigentlich nur der eine Sitz, gell? Ja. Da war auch nichts drinnen. Warte mal, zwischendrin was kriegen vielleicht? Kann der sein. Ja. Den Kühlschrank geben wir jetzt auch nicht noch geben, aber da war Motorhaum vielleicht noch irgendwo ein bisschen was drinnen, ja, mein Freund. Ja. So im Lüfterkasten oder also im. Ja, wie heißt das jetzt noch schnell? Jetzt hat es mich schon wieder. Ja, gar kein Alkohol da mehr. Hat sich Auszeit für 5 Packerl Alkohol in Häfen, gell? Warte mal, das Problem, was wir haben, wir haben noch keinen Wächter für drinnen, gell? Da müssen wir ihn einstellen. Gebäude. Quartier. 1700. Büro. Zäune. Kaserne. Straßen. Garage, Frachtbereich, Beleuchtung, Tore, Propagandaplakate, alles gehört auch abgegradet, Personal. Muskovic, das ist ja unser Polizist, Muskovic. 600, du verlangst aber ein bisschen viel, warte mal, ich muss das Auto zerstören geben. Vorne rechts, echt? Wow, schade, sorry. Kotflügel rechts, ja, sorry. Na, Erstbad 500. Und 40 minus, warum nur 40? Tag 1. Fehlerhafte Kontrolle, eine, ich weiß von nichts. So, wir sollten ein bisschen schneller werden. Die Zeit vergeht echt schnell da. Ja, wir haben's mitgekriegt. Zurück in Baracke, oder? Baracke war Luxus zu dem. Ja, die einer meiner ersten. Ist ja noch drinnen.
die werden wir ein paar Mal überführen, wenn die Zeit reif ist. Ausschauen dort der Grenzübergang halt echt traurig. Da siehst du, die Regierung hat kein Geld. Wir haben noch 3 Schmuggler wieder. Partielle Zulassungsnummer DQF, Alter des Fahrers 40, fehlender Spiegel ist nicht mehr einer. Was heißt partielle eigentlich? DQF im Kennzeichen oder was? KK, du steig gleich mal aus, Alter. Du New Kids, du aber für einmal, komm. Beweg dich mit deinem Foki außer damit in der Klot bügeln kann, Depperter. Mit deinem versieften Trainingsanzug, Alter. Warst du gerade vor Schweinesch***e schicken? Du schaust aus wie hingeschissen und nicht weggespielt. Hingeschissen nicht weggewischt, so hingespielt. Halt die Kuschen. So! Heute bin ich ein bisschen in meiner Mode. Mal gucken. Sehen wir da irgendwas, was wir nicht sehen wollen? Ein Deutsche. Ja, ein Deutsche hätte ich einmal mit seinem. Ein Deutsche. Da irgendwo was. Schaut gut aus. 2 Weinfässer. Gib mir mal deine Papiere. Ja, nein, du stehst da an der Grenze, für was Papiere, ne? Fahr weiter einfach, Depperter. Tut mir leid, dass ich dich gefragt hab, da, überhaupt kein Thema, reiß ab, Alter, na wirklich, Alter. Du hast die Eier gehabt, dass du mich noch deppert fragst. Ich hoffe, es war eine richtige Entscheidung. Nächster. Weil das Spiel viele Updates gehabt hat. Fahr weiter! Eine Kuh! Perfekte Fahrzeugkontrolle! Ich hab nichts tun müssen! Einfach weil er mich gefragt hat, muss das wirklich sein? So, Depperter. AZY war es nicht, gell? Nee, DQF. 40, ein Spiegel sich füllen. Das ist ja der gleiche Job von vorher, nur der ist auch wieder perfekt. Aber trotzdem bewegst du jetzt da deinen kleinen raus. Hurtig. Ist diese Kuh BSE geimpft? Weil ausschaut, da zum Winkel, als wäre das ein Hybrid. Weil eine normale Kuh schaut nicht so komisch aus. Und los mit dir, Depperter. Ich bock jetzt für dich die Schaufel weg, damit wir keine Missverständnisse haben. Papiere! Ja, geht doch. Ja, hätte ich auch gesagt, wenn ich da war. Und mal gleich da ein bisschen die Reifen anleuchten, sehen wir irgendwas Verdächtiges. Aha! Schäfe. Ich mach jetzt ein nettes Angebot. Geht das gar nicht? Kann man da nicht Bestechungsgeld entgegennehmen? Oder mache ich gerade was falsch? Achso, nein, wohl, Entschuldigung, anders. Sorry, du bleibst ganz kurz ruhig. Mein Fehler, ich war, ist schon zu lang her. Na, was hat er denn Schönes? Alkohol. Wo haben wir noch was? Warte ganz kurz. Bevor wir zwar jetzt da uns näher unterhalten. Hat er jetzt gerade wieder nicht gesehen oder hat mich das jetzt täuscht? Bevor wir uns kurz näher unterhalten, liegt das an sich übrigens. So. Ich bin durstig heute gegossen. Oha! Naja, mit einem offenen Dank wirst du nicht mehr weit kommen, aber. Oh, der nächste. Ach du Sch. Was jammerst du da drüben? Aber hab ich da gesagt, dass du alt geschmuggeln sollst, Depperter? Wie schaut's denn da drin überhaupt aus? Bin wahrscheinlich schlecht. Ja, da ist nichts. Der Fahrer sieht. Ach, da. Ja, Hattig Ocean, oder willst du zu einer Brauerei oder was? Der Hund hat ihn mit. Was ist denn? Gib Wasser. Sehr schön, Bottle. An der Nordseeküste. Kann man denn eigentlich selber saufen, den Alk? Beide Sitze. Hab ich schon gesehen. So, Depperter, jetzt rein mal kurz Klartext, bevor ich die einbucht. Was hast du denn mit? Geht das gar nicht? Achso, ich hätte schnell zu ihrem Geist holen, gell? Na dann. Hätte ich gesagt, Bauchstich, oder? Ich hab keinen Platz mehr drinnen. Alter, stirb endlich. Wie viel hältst du denn aus, Depperter? Ist ja nicht ein Winkel zu viel. Du hast getötet. Ja, Alter, der hat Alkohol mitgehabt. Ich meine, irgendwas muss ich da.
Er bietet nicht immer an. Na, aber genau, sobald es das erste findest, muss gleich hingehen, dann bietet das meistens an. Du kehrt um die Leiche, Depperter. Huckst nur da den ganzen Tag und ragst an nach einem anderen Döbel. Jetzt sitzt schon wieder! Hat zwar jetzt kein extra Geld gegeben, aber dafür Schmuggelware, für die kann ich auch Kohle kassieren. So, nächster, hopp hopp, die Zeit vergeht. Wo ist denn die Zeit überhaupt? Die wird mir gar nicht ganz nur angereicht. Er bietet nicht immer, das macht die voll was von selbst. Manchmal bieten sie es nicht. Ja, genau, da war was. Ich muss ja wieder reinkommen, Leute, ich hab's ja schon lange nicht mehr gespielt. Servus. Ah, Entschuldigung. Das ganze Geld weg, weil ich ihm die Schaufel in die Fressen gehabt habe. Meine Güte. Ich würde die weiterfahren. Das ist jetzt. Entschuldigung, kannst du das auch gleich zusammenkehren da? Ja, Entschuldigung, ich habe mich verdruckt. Nervöser Finger, weg mit dem, das geht nicht gut aus. Nächster! 500 zahlt, Alter! Ich habe jetzt zwei Tage für das Geld gebraucht, jetzt ist es wieder weg. Ja, wenn es jetzt so viel kosten wird. Ich wollte gerade sagen, bleib steuer. Wie schwer bist du denn überhaupt? Da schauen wir gleich. 388, das darf der haben. Reih mich nicht an mit deinem Fischerhut, schleich dir raus. Wie bist denn du angezogen für das, dass du LKW-Fahrer bist? Fischerhut, scheins hinter, Alter. Wo fährst denn hin mit dem? Sind da hinten ein paar Nobel oder sowas vergraben? Bist du zu oder was? Wo ist die Heikabel? Da passt mir was nicht so ganz. Halt die Gauschen, mit dir rede ich später. Nein. Stirb, du Sau! Brauchst gar nicht probieren zum Anreißen! Ja, was soll ich machen, wenn er schon einsteigen will? Wenn der Depperte da mit einer halben Mille Schwarzgeld spazieren fährt, Alter. Das war jetzt genau die richtige Entscheidung. Der wollte gerade anreißen. Hätte wieder Schranken kaufen können. Ich hätte eine Kugel gegeben, aber so stehe ich halt lieber ein wie ein Depperte auf ihm. Ich habe halt echt keinen Krieg. Nur Schmuggler, Alter, der will sich gleich andrehen. Und Leute, die sich unabsichtlich mit der Schaufel anschlagen. Ich hab schon gut hinter. Der war mir, es tut mir leid, der war mir einfach zu suspekt anzusagen für das, dass er nur mit einem LKW voller Showdrummen angefahren ist. Da hab ich nicht einmal das Zeichen gesehen, der war mir suspekt. Ich hab schon, das hab ich schon im Urin, ich bin UPS-Zusteller. Was glaubt ihr, was wir alles in die Parkhalle schon gefunden haben? Na, Scherz, so tragisch ist es nicht. Was ist denn? Bist du jetzt auf einmal zum Bewegungslegastheniker geworden, geschüttelter? Da liegt noch Schwarzgeld! Beweg dein fetten Arsch auf, oder ich stich dir selber das Feindl im Bauch! Geh auf jetzt! Feierabend, gell? Kriegst den Fuß nicht mehr hecher wie 3 cm, du fette Sau! Dann nimm ich's halt so, ran weg den Dreck! Ich bin nicht einmal mehr fähig, stehen zu gehen. Ja, im echten Leben, was hätte ich sonst da können? Wenn du ihm als Schmuggler enttarnst und er meint, Flucht ist die Lösung, dann hast du zwei Optionen. Entweder du wartest, bis er flieht und fährst nach und kannst wieder ewig lang nachduckern, oder du schießt ihn oder stichst ihn an, bevor er wegfahren kann. Dafür kriegst du nicht kein Geld. Aber hilft ja nichts. Ich gehe da nicht noch eine Verfolgungsjagd an. Weil wenn du ihn nämlich nicht verfolgst, zahlst du wahrscheinlich auch wieder Strafe. Ich bin nur Minusgeschäft. Ich sage ja, ich hätte es genauso gemacht. So ist es. Ich hab nur Minusgeschäft, Alter. Wie soll ich Geld verdienen in dem Lohn? Ist es der Hefenbruder gleich ausgebrochen? Tägliche Kosten, ich bin im Minus. Für was soll ich leben? Ich komme ja nicht dazu, dass ich mehr wie 3 Autos hab fertig am Tag, Alter. Ja, erschießen darfst du schon, aber Geld kriegst du halt einfach keins für die Arschlöcher. Der Alte von Zurück in die Zukunft, Peppi. Steig aus. Ganz normal kommst du mir nicht vor. Saufen wir damit, oder? Wahrscheinlich aus Hängebauchschwein. Du geile Butterblume, du Schöne! Ich hoffe mal, für dich schaut's gut aus. Papiere. Der schaut aus wie Trevor. Wie der Trevor. Vergiss es, mein Deutsch ist nichts gut. Nix gut, die Yellow from the Geno. So, Bogdan Naumov. Bogdan, meine kleine russische Freund. Bogdan Naumov. G17N 92296. 2. Juni
August 79, Dezember 79. Ist alles in Ordnung. Varial 4x4 war es, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht. Jo. Schon, oder? Jo. Das passt. Ah. Ist das der richtige Stempel von Akaristan? Akaristan. Nationalität. Stempel passt auch. Farb dürfen da passen, aber wir testen es. Aha, da ist wurscht. Passt alles, passt alles, passt alles. Seifen, viermal Kornsack, dreimal, zweimal Gepäck. 1580 maximal. Warte bitte. Ich muss die Waffen wegpacken, es ist echt zu gefährlich. Wie viel haben wir gesagt? 1500, 1500. Das Trennsitzdepper, da wird es sein. Was haben wir noch gesagt jetzt da? Was? Kornsack. Äpfel sind Fisch, Kartoffeln, passt, steht auch nicht drauf. Das ist eigentlich fast eine gute Schiene. So, das würde ich gar nicht. Zweimal Sackel. Seifen, Seifen. Seife, Seife. Was ist Seife? Aus für den Ton, danke für die 100 Bits. Leute, ihr müsst jetzt nicht eskalieren, Alter. Ich freue mich, dass ihr da seid. Was ihr immer Liebe gebt, ist echt nicht mehr feierlich. So, da haben wir Seifen noch einmal. Machen Sie mir noch was? Die Sitze, Alter, ich werde gleich, wenn du willst, stich ihn da auf in den Sitz, Alter. Deppert da, ich meine, was ist mit dir? Wie schaut der Fahrzeug Allgemeinzustand aus, gnädiger Herr? Schauen wir mal. QVJ5878SZ, das schaut ja schon mal gut aus. Haben wir irgendwo hinige Scheiben, Botschen, Scheinwerfer hin, Spiegel, Stoßstangen? Wir kontrollieren. Schaut aber gar nicht einmal so schlecht aus, die Hitten. Nein, das schaut ja fast sauber aus. Naja, dann. Da habe ich jetzt wirklich, ich glaube nicht, dass ich noch was gefunden habe. Ja, schrei mir nicht ins Ohr, Depper, da. Schau, dass du weiterkommst, ich brauche Geld. Sollte eigentlich passt haben. Du schaust mir aber schon ein bisschen. Ah nein, der hat Harmschädel. Zuerst habe ich schon gehabt, aha, der Wanted, aber nichts, der hat Harmschädel. Sag mal, wird es heute nichts hören oder was? Da ist ja immer Stockfenster. So, geschüttelt, außer, bevor du auf blöde Ideen kommst. Aber hurtig. Deswegen lasse ich die Leute immer gleich aussteigen, weil die Depperten immer meinen, sie fahren einfach weg, wenn ich sie entlaufe. Und wenn sie einsteigen müssen, hast du viel mehr Zeit zum Reagieren, als wenn sie drin sitzen, weil dann starten sie einfach nur anfahren. Das schaut alles eigentlich recht gut aus. Was war denn du damit? Oh, das sind die verrückten Bilgasbeck mit dem komischen Schädel, Alter. Alter, das schaut mir direkt in die Seele. Und das für Kur. Eine Lilliput-Kur haben wir ja immer ganz was Neues, ne? Gefällt mir. So. Muss ich wahrscheinlich gleich aufschreiben. Ziege. Ziege. Da hätten wir auch nichts gesehen. Der Tank ist auch nicht auffallend. Das passt alles. Beschädigung, dafür ist der Stoßstangen, oder? Dafür der Stoßstangen. Ich bin nicht blöd, fahren für der Stoßstangen. Also, ich habe noch gar keine Papiere von dir, gib her mal da kurz. Sorry. Ich war im Eifer des Gefechts. So, Xe, Xe. Also, was haben wir gesagt? Das ist ein Illich 57, müssen wir gleich kontrollieren. Wo sind schon wieder die? Da ist ja der Illich. Das ist er, ja, das ist er wirklich. Okay, da, okay. Wie schaut's da aus mit deiner, was, Alparak? Stoßstange, fehlend. Ein Stück, auf jeden Fall einmal. Dann wollten wir jetzt schauen, wo ist jetzt da die Scheiße, was wir jetzt gesagt haben bezüglich. Ah, da. Woher kommt jetzt da noch schnell? Alparak, gell? Ja, sicher, das passt. Den muss ich immer, das ist das Einzige, was ich mit dem allsehenden Auge kontrollieren muss. Weil das erkenne ich teilweise einfach nicht, wenn die Papiere dann nicht passen. Aber die Einreiseerlaubnis zum Beispiel, den musst du nicht kontrollieren. Okay, passt, das passt alles. Farid Arshid.
Und der ist für geiler Name, Alter. Farid Arshid. Farid Arshid. 19. Mai, 13. Mai. Das gilt noch alles. Schier ist er wie die Nacht finster. KYQ0977BN. Ja gut, wenn du die Nummer davon hättest, konntest du das kontrollieren. Da 0977BN. Das passt alles. Das passt alles. Wie schauen wir da aus? Ist da Scheiben hin? Das siehst du fast nicht bei den Dreckscheiben. Das schaut alles gut aus. Ja, aber die Scheiben hat er abgelassen gehabt, oder? Das ist nicht hin. Ist der hin? Nö, ist sie nicht. Reifen sind in Ordnung. Schaut aus wie die Lichter. Ein Rücklicht ist kaputt. Und vorne ist ein Licht hin. Bah, gnädiger Herr. Das passt alles soweit. Zwei Ziegen, eine Kur passt auch. Kontrollbericht. Also Lichter kaputte, was sind sie? Spiegel, Karosse, Reifen. Ah, Autoscheiben. Nein. Gesprungene Scheinwerfer, zwei Stück. Sonst eigentlich, glaube ich, schaut es gut aus. Kannst weiterfahren. Also wiegen, oh! Wie fett sind denn deine Viecher da hinten? 6335, was haben wir gesagt? 6230. Junger Mann, Sie sind zu fett. Wirklich, ich hätte gern weiterfahren lassen, Depper da, aber wenn du die Kur wieder drei Tage zurück gefordert hast, dass dein ganzer LKW jetzt schwer ist, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Kontrollbericht, Fahrzeuggewicht, fehlerhaft und das war's für dich. Abgelehnt. Ich bin ein harter Grenzbeamter. Hinweise, Gewicht. Das ist doch ein Schmuggler, oder? Nö, ist er nicht. Es hat nirgends da das Schlangensymbol aufgeleucht. Wie das also ein Schmuggler sei. Fahr weiter. Ich komme mich nicht einmal gescheit zum Kontrollieren. 120, perfekte. Das war kein Schmuggler. So, Peppi, wie schauen wir aus? Was haben wir gesagt? DQF oder Weiß? ZBZ. Alter Magnum, steig aus, Depperter. Und liegst du? Atme mal geholt. Natürlich, ich steige aus. Ja, was hättest du denn sonst gemacht? Ich hätte schon rausgeholt auch. Da bin ich jetzt nicht so genau. Für das hat mir der Herrgott gesunde Brechstangen in die Hand gelegt. So. Papiere. Arospo-Popsch, was geht einmal? Genau. So. ZBD. ZBD. 21460S. 21460S. Nochmal. Achagul, Altansuk. Alter Sachen. Altansuk. Alternzug, 5 Wette, GEBT. Oha, Passnummer passt nicht. Dezember, März, ist er angelaufen, ist er. Schaut nichts gut aus, Kollege. Und das ist doch kein Assam, oder? Ist das ein Assam? Das ist doch kein Assam. Wenn ich deppert, da passt ja gar nichts in dem Feuerfrachtbrief. Republik Kagerstan, das passt ja auch wieder nicht. Der überhaupt irgendwas richtig? Warte mal, Republik Kagerstan. Stempel passt wieder nicht. Sag ja. Das passt auch nicht. Super. Das ist gleich, was Eintrag ist. Weiß ich, dass es nicht passt. Der hat ja. Bei deinem Pixen, bei deinem Todel passt nichts. Wieso hast du nicht gleich einen DIN A4-Zettel genommen, einen Strichmankerl aufgemalt und auch draufgeschrieben, ich will da durch? War genauso gut gekommen wie dein verschissener Papierzeug euch da. Was haben wir jetzt gesagt? Assam. Ist ja kein Assam. So sollte er ausschauen. Und so was hat er. Das ist ja. Nix passt da, Alter. Bist du überhaupt, Alter? Bist du ein Mensch oder bist du ein Pferd? Weiß ich nicht. Der Name ist wenigstens richtig geschrieben. Fahrzeugtyp passt auch nicht. Passt wenigstens das Kennzeichen, das hat passt, gell, was ich weiß. Das war schon ziemlich alles, was passt hat. Gewicht. Ja, ich meine, ja. Hat ja nichts passt. Irgendwelche Schäden, du musst ja alles reinschreiben, obwohl er eh schon längst nicht mehr weiterfahren darf. Muss ich es trotzdem begutachten? Na, so schaut es eigentlich gut aus. Lichter sind dran, passt, verpiss dich. Die ganzen Papiere verkehrt.
Plexpfote, Servus, Gewicht. Schaut aus wie ein Dreiergolf. Elli Welli, hast du überhaupt schon mal einen Dreiergolf gesehen? Wo hat denn das jetzt wie ein Dreiergolf ausgeschaut? Saufst du? Google einmal Dreiergolf, oder? Da hat gar nichts ausgeschaut wie ein Dreiergolf. Waren schon von, oder? Hey, wir haben schon 340, bin ich schon fast wieder reich. So, komm einer. Lost war. Was hat denn was so noch schnell? DQF, weiß oder ein Flüchtling? Gleich aufpassen. TPT passt schon mal. Nix Scholleck. Aussteigen gleich. Der immer mit einer Refrachten, das nervt so. Da ist nix, dort ist nix, passt, der ist sauber. Nix mit. Rennet so viel, sag her da. Melis Kohut, Melis Kohut, 10BEH1I8, irgendwas da, das passt auch. Königreich Erkai, schauen wir schnell. Warte mal, was haben wir jetzt gesagt, ist das? Ein Ilch, das ist ein Ilch. Feierabend. Ja, ich weiß, halt die Gauschen, lass mich jetzt noch fertig machen, Alter. Was haben wir gesagt? Königreich. Was? Stempel passt, Papiere dürfen auch passen, glaube ich. Ja, schaut gut aus. Der auch. Super gut. Passnummer, die Nummer passt auch, 7B, das passt. TBT 883YB. Danke Leute für den Hype Train. Liebe geht raus. TBT 8833YB. Ja, das fahr weiter. Fahr weiter. Ich muss Linde spät, schaff die Uhr. Heute keinen einzigen Schmuggler dabei. Komm, aber nicht wie ein Dreier. Wie ein Einser. Es hat aber vom Einser Golf ja nie ein Kombi gegeben. Die Frontschürzen war das einzige, was jetzt ausschaut, vor wie ein einziger. Sehr gut, perfekte Kontrolle, sag ich ja. Alles klar bei den Haaren, ja, sehe ich ja, schau mich an, ich bin wunderschön. So. Schauen wir da jetzt aus. Wer kommt denn jetzt? Hands up, then we gonna drop.